Müller ist unverkäuflich. Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge glaubt, dass Thomas Müller den FC Bayern nie verlassen wird. Die Fans des Rekordmeisters müssten sich keine Sorgen machen, auch wenn es zuletzt ein Angebot von Manchester United über 100 Millionen Euro gegeben haben soll. Rummenigge hatte in der Vergangenheit schon erklärt, dass ein Typ und Spieler wie Müller kein Preisetikett habe. Nach Informationen der Sportbild soll Müller dem FC Bayern auch nach seiner aktiven Karriere weiter erhalten bleiben. Juve gibt Details über Vidal-Transfer bekannt. Juventus Turin hat in einer Pressemitteilung Details über die Ablösesumme von Arturo Vidal bekannt gegeben. Demnach liegt sie bei 37 Millionen Euro und ist zahlbar innerhalb von 2 Jahren. Bisher war von lediglich 35 Millionen Euro ausgegangen worden. Eventuell muss der FC Bayern sogar 3 Millionen Euro nachzahlen, wenn bestimmte sportliche Ziele erreicht werden. Diese wurden zwar nicht genau definiert, doch es dürfte sich dabei um Titel wie zum Beispiel die Champions League handeln. Gündogan offen für Verlängerung. İlkay Gündogan kann sich vorstellen, seinen Vertrag bei Borussia Dortmund nochmals zu verlängern. Der deutsche Nationalspieler schwärmt in einem Interview mit der Sportbild von seinem neuen Trainer Thomas Tuchel und meint, dass dieser ihn jetzt schon verbessert habe. Zuletzt hatte der Mittelfeldspieler seinen Vertrag nur um 1 Jahr bis 2017 verlängert. Mourinho stichelt gegen Benitez' Frau zurück. José Mourinho reagiert auf die Kritik von Rafa Benitez' Frau. Nach dem Testspiel des FC Chelsea gegen Barcelona riet er ihr, sich besser um die Diät ihres Mannes zu kümmern, als über ihn zu lästern. Montserrat Benitez hatte sich darüber beschwert, dass sich ihr Mann als Nachfolger von Mourinho immer mit dem hinterlassenen Unfug arrangieren müsse. Auch darauf hatte der Portugiese eine passende Antwort parat. Benitez wäre nur bei Inter Mailand sein direkter Nachfolger gewesen und habe dort innerhalb von 6 Monaten die beste Mannschaft Europas zerstört.